Heute ist das Ende von Ramadan, von dem heiligen Monat Ramadan. Heute haben, oder gestern Nacht haben die Menschen, also die Muslime zum letzten Mal gefastet, so dass heute das Festtagsgebet stattgefunden hat. Wir haben uns ab 6 Uhr hier versammelt, haben gemeinsam zum ersten Mal in einer großen Runde gebetet. An diesen Festtagsgebeten ist es normalerweise so, dass ein sehr großes Aufkommen da ist. In der Moschee haben wir aufgrund der Sicherheitsabstände in Summe weniger Platz, als wir normalerweise hätten. Dementsprechend hatten wir mit dem Saalbetreiber von Fisaal gesprochen, ob es möglich wäre, auch hier das Gebet stattfinden zu lassen, weil hier mehr Platz ist. Das war dann möglich, dafür gilt nochmal ein besonderer Dank an ihn, sodass wir heute direkt in Nachbarschaft dennoch beten konnten. Mindestabstand 2 Meter, Desinfektion vorher, nachher, Mundschutz, jeder bringt sein eigenes Gebetsteppich mit. Verschiedene Eingänge, verschiedene Ausgänge, überall, wo man rein und raus geht, dass man den Kontakt untereinander minimalisiert. Es wäre auch normalerweise üblich gewesen, dass man sich nach dem Gebet umarmt, beglückwünscht. All das hat aber auch nicht stattgefunden. Also das war eine ganz neue Bekanntschaft gewesen für uns, auch für alle Muslime eigentlich. Und dass wir in unserem Gotteshaus, in der Moschee nicht unsere Gebete verrichten konnten, das war natürlich nicht so positiv aus unserer Sicht. Jedoch haben wir uns wieder heute gefreut, in einer Gemeinschaft unseren Ramadan-Fest hier und unser Gebet abhalten zu können. Und wir hoffen mal, dass wir diesen Coronavirus bald nicht mehr haben und wieder alle gesund zusammenleben können. Es war in jedem Fall sehr ungewöhnlich natürlich, aber wir sind ja letztendlich in den letzten 2-3 Monaten sind wir ja alle miteinander in allen Segmenten, sei es jetzt im privaten oder auch im beruflichen, sehr bescheiden geworden und haben uns natürlich jetzt über den Weg natürlich sehr darüber gefreut, dass wir es überhaupt verrichten durften. Ja, normalerweise wir haben immer große Familienfest, aber wegen der Pandemie leider nicht. Ich würde gleich wahrscheinlich nach Hause gehen, dann mit meiner kleinen Familie nach zu meiner Mutter fahren, mit den Feiern und dann ein bisschen essen, frühstücken, vielleicht ein paar Besuche machen, jetzt in irgendeinen Kreisen, dann wird das wahrscheinlich so gehen. Also ich fahre jetzt nach Hause und mache mit meinen Eltern ein Frühstück und es wird über Telefonate bestimmt gehen, die Begrüßungen und die Glückwünsche. Ich denke, dass wir tatsächlich im aller engsten Kreise der Familie, mit den Menschen, mit denen man ohnehin ja zusammen zu tun hat, im kleinen Kreise feiern werden und werden dann wahrscheinlich über telefonischen Wege oder teilweise über Skype etc. Die Verwandten und so weiter anrufen und dort mit denen ja, sich beglückwünschen. Hocam sen gel.